Hi, das hier ist ein Tortellini Pulled Pork Auflauf und wie ihr den macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen Pulled Pork Tortellini Auflauf brauchen werde. Los geht's natürlich mit dem Fleisch. Da habe ich hier also Pulled Pork. Das ist frisch regeneriert, also sozusagen im Wasserbad wieder heiß gemacht. Hatte ich vor ein paar Wochen gemacht. Einvakuumiert, eingefroren, so habt ihr immer ein bisschen Pulled Pork zu Hause. Dann habe ich hier eine Auflaufform mit Tortellini drin. Die sind schon quasi so, dass sie eigentlich nur 3 Minuten gekocht werden müssen. Also die sind also so halb roh sozusagen. Dann brauchen wir Gratin-Käse, so einen Kräuterschmelzkäse, ein bisschen Milch, Bacon Goodness Rub und dann habe ich hier noch Eigelb. Das sorgt einfach dann für die entsprechende Bindung von unserer Soße für den Auflauf. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir legen los mit der Soße. Also habe ich hier so einen Kräuterschmelzkäse, davon, das sind 200 Gramm, wir nehmen mal 100 Gramm. Dazu kommen 100 Milliliter Milch. Und dann habe ich hier eine Schale, da sind 4 Eigelb drin, die werden wir nicht alle brauchen, aber ich denke mal so 2 dürfen es schon sein. Das sorgt wie gesagt für die Bindung in der Soße. Dann habe ich hier noch meine Bacon Goodness Rub, davon kommt ein Esslöffel mit dran und jetzt mit einem Schneebesen das Ganze glatt rühren. Nach dem ersten Durchrühren finde ich, das ist zu wenig. Deswegen nehmen wir also dann doch die komplette Packung von diesem Schmelzkäse. Ich schreibe euch die genauen Mengenangaben, schreibe ich euch ja immer unten in die Infobox rein. Da könnt ihr das dann gerne alles nochmal nachlesen. Und auch von der Milch geben wir nochmal einen guten Schluck nach. Nicht zu viel, aber dass wir insgesamt dann vielleicht so um die 150 Milliliter haben. So, unsere Soße ist glatt gerührt. Hier haben wir also die Auflaufform mit den Tortellini. Welche ihr dann nehmt, ist eigentlich völlig euch überlassen. Ich habe jetzt hier welche mit Ricotta und Spinat. So, hier habe ich also mein regeneriertes und vorbereitetes Pulled Pork. Und das schnappe ich mir jetzt und brösel das mit den Händen so klein, wie es eben geht. Hier steigt mir gerade ein Duft hoch. Das ist das Jack Daniels Pulled Pork, was ich gemacht hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Mit den 3 verschiedenen Pulled Pork. Mit Gin, Jägermeister und Jack Daniels. Und man muss wirklich sagen, das von Jack Daniels hat tatsächlich den, ja, vom Aroma her am meisten mitgekriegt. Das sind jetzt hier 300 Gramm Pulled Pork, damit ihr das so von der Menge so ein bisschen abschätzen könnt. So, und jetzt drücke ich das Pulled Pork schön in die Auflaufform rein, dass sich das gut mit den Tortellinis verteilt. Auch damit es nicht ganz so hoch steht dann. So schaut das Ganze dann aus. Und dann habe ich jetzt hier den Guss. Mal kurz aufschlagen. Und dann über den Tortellinis und den Pulled Pork verteilen. Zum Schluss kommt jetzt noch der Gratin-Käse oben drauf. So, das soll reichen. Das waren jetzt 150 Gramm Käse. Und jetzt kann unser Tortellini Pulled Pork Auflauf auf den Grill. Den Grill habe ich mir auf 200 Grad vorgeheizt und jetzt wieder vorsichtig den Deckel öffnen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mir den Grill für indirekte Hitze eingerichtet. Das heißt also, ich habe jetzt hier meine Auflaufform, stelle die hier in die Mitte und dann Deckel zu. Wird gar nicht so lange brauchen, denn letzten Endes die Tortellini sind ja schon vorgekocht gewesen. Der Käse soll einfach schmelzen, soll ein schönes Gratin. Ich denke mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten, das sollte vollkommen reichen. Also Deckel zu bei 200 Grad und wir schauen mal, was draus wird. Inzwischen 25 Minuten später sieht das Ganze so aus. Seht ihr, wie das da oben blubbert? Das wird absolut fantastisch. Ich nehme das jetzt vom Grill runter, wir lassen es kurz abkühlen. Und dann wird probiert. So, 2 Minuten später ist unser Auflauf ein klein wenig abgekühlt. Und jetzt können wir mal portionieren hier, damit wir dann auch probieren können. Also der Duft kann ich euch schon mal sagen, der Duft ist ein Knaller. In diesen Pulled Pork Stücken da drin. Und es ist jetzt auch nicht so, dass er da in der Soße schwimmen würde. Also ein richtig ehrlicher Auflauf.
So, da ist er nun also, mein Tortellini Pulled Pork Auflauf. Und ja, jetzt wird probiert. Ich nehme mal ein bisschen von dem Pulled Pork hier und so eine Tortellini. Mega gut. Mit dieser Käsesoße daran. Einfach mal eine andere Richtung, nicht immer nur dann die Barbecue-Soße. Super Sache, lässt sich auch toll vorbereiten. Und dann, wenn die Gäste da sind, einfach mal 20 Minuten in den Backofen bzw. auf euren Grill. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und hoffe, ihr hattet auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt sehr gerne da oben in der Ecke einfach ändern, draufklicken, den Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns jeden Dienstag und Donnerstag mit neuen Videos. Solltet ihr das Ganze gerade auf einem iPhone, Tablet oder iPad schauen, den Link zum Abonnieren, den findet ihr unten in der Infobox. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.